Hallo Leute, herzlich willkommen zurück zum Medal of Honor Allied Assault. Wieder im nächsten Multiplayer-Special mit dem Xanarkos. Und jetzt geht das eigentliche Video los. So, jetzt laden wir Hunt. Hunt ist eine Achsenmap. Und zwar sowas von. Da haben die alles echt kaum eine Chance. Ihr werdet sehen. Es wird in etwa so laufen, dass. Vielleicht holen die Allies eine Runde. Hotspawn. Ich halbwegs. Weil, okay. Oh, Restart. Ja, ich bin trotzdem Mitte. Ah, shit. So, hier kriege ich noch ein paar hin. Dex, kick him, please. Guck mal, von hier konnte ich mal, früher konnte ich hier Nades werfen. Dahin zum Beispiel. Auf, zwischen diese beiden Punkte. Vielleicht haben wir einen bekommen dadurch. Nee, haben wir nicht. Ich werfe noch mal eine. Genau die gleiche. Und die andere heben wir uns auf. Weil hier einfach die Achsen so nah an den Allies spawnen. So, eins oben kann ich nicht. Ja, bei einem Potspot. Warte, wann da oben sind aber Leute. Und da hole ich, den hole ich raus. Pass auf. Auf den Zuschauern wird vielleicht aufgefallen, dass die Map hier kommt. Yeah. Halbwegs bekannt. Die hatten wir schon im Singleplayer. Ein bisschen umgestellt natürlich. Ey, Leute schießen hier auf mich. Ich bin ab, hat einen Frontspawn, trotzdem sind die alles soweit. Wo sind denn eigentlich meine ganzen. Wir sind ja gar nicht mal so hart am Gewinn. So, wir laufen mal durch den Durchgang und gucken mal, ob eins unten jemand ist. Das hier ist das erste Haus und es ist unten. Eins unten ist einer von uns. So, ich bin rote Ruine. Bist du noch am Leben? Ja, ich bin hinter Eckhaus. Okay. Eins unten. Nee, Badewanne unten, habe ich. Badewanne unten hat. Da hat aber einer Medipack aufgenommen. Ich glaube, der ist hinter mir. Rote Ruine gleich. Würde ich jetzt mal vermuten. Ich wurde mit der Bar und... nach Durchgang an, oder? Keine Ahnung, Bar und Sniper hat mich getroffen. Also, Sniper hat mich gekillt, Bar war schon unterwegs. Kam geflogen. Das ist ein 2 gegen 3. Der andere Achse kommt jetzt erst nach vorne. Okay, Xanarkos. Sniped da gegen zwei Leute, Badewanne unten. Lass sie kommen. Zieh dich zurück zu dem anderen. Ah, fuck. Der sitzt da nur rum mit der Piste. Ich glaube, das wird nichts mehr. Ja, das ist derselbe Typ, der eben schon andauernd nur am Ding ist. Ja, kann dir mal jemand kicken? Nee, der kommt, der holt noch alle drei. Könnte schon passieren, oder er fällt wieder. So, die Jungs kommen gleich. Da? Guck mal, er hat doch einen Leckhack. Hast du den gerade gesehen? Ja, er hat auf jeden Fall geleckt, ja. Man könnte seine Mütze eigentlich sehen, aber keiner sieht sie. Ja, gut, das ist grau. Okay. Jetzt wird gleich links angezeigt, dass die Allies durch sind. Weil die Map so groß ist. Ich hab scheiß Forced Models an. Was hat man denn für die Alliierten für ein Model geforced? Das Weiße mit dem Skinpack. Ja, aber wir haben hier Radio, eine frisch, ja. Wir haben eine frisch installiertes Medal of Honor, was ich hier für einen Singleplayer genommen habe. Das ist auch sowas wie das Ambiente Light. Ich glaube, ich wurde gekickt. Nee. Okay. Das war unten das Disconnected Icon. Wir haben ja ein frisch installiertes Moha genommen und nicht ein gemoddetes. Normalerweise nimmt man auch die Sounds raus, also das ganze Hintergrundgeräusche, was einfach nur ablenkt von dem, was man eigentlich hören muss, was wir jetzt im Hintergrund anhaben, weil es für ein Singleplayer natürlich deutlich interessanter ist, wenn sowas dabei ist. Der holt ernsthaft die Runde. Oh, das ist ein Boss. Ist trotzdem scheiße, wenn er immer wartet, bis er der Letzte ist. Ja, das ist halt mega traurig. So, wir haben wieder einen Medium-Spawn. Ich werf Nades, Sana. Rush du durch. So, wir werfen diese Nade hier wieder. Gucken, ob wir einen treffen. Ne, leider nicht. Hinter Badewanne Achsen Nade, Ali Nades. Okay, ich glaube, das hier war eine hinter Badewanne Nade. Okay, da sind aber unsere Leute, aber es war eine. So, eins oben kann ich nicht mehr. Ich werf nochmal. Hinter eins Ali. Okay, wir werfen, ich werf Nades. Früher habe ich viel... Scheiße, jetzt bin ich zu weit vorne. Ich hätte warten sollen. Wow, was hat er denn für ein Aim, bitte? Ich hab Slatan bekommen. Xana, geht mit der Mauser durch hier, ey. Ist das ein Babo? Hier ist keiner mehr. Ich sag dir, einer ist Sniper aus von uns. Der andere kämpft sich einer ab. Eckhaus oben haben wir einen. Wir haben eins unten einen. Hinter eins sind zwei.
Die anderen campen noch mehr als du. Ich bin okay. Hinter 1 ist immer noch einer. Also zwischen 1 und Badewanne. Lol, bin ich blind? Ah, jetzt haben wir Sana leider nicht gesehen. Ich hab ihn nicht gesehen, Alter. Mega blind gewesen. Okay. Guck mal. Die ganzen Sniper-Leute. Okay, Ecke aus oben, Nate hat er geworfen. Oh boy! Was er okay, den, hat? Das war traurig. Okay, wir haben ja noch einen. Der direkt neben dem Sniper aushängt. Das stimmt, aber er covert ihn nicht, oder? Doch, jetzt. Ah, mal gucken, er wird den Bug nutzen, dass er da oben rauskommt. Kennt ihr das? Ich habe euch zum Singleplayer gezeigt. Ja, nee, aber er hat da hingeguckt, er hat da hingeguckt. Hast du gesehen? Er hat da wirklich hingeguckt. Nee, ich habe auf den anderen gestoppt gehabt. Okay, er hat ihn irgendwie bekommen, ich habe gerade nicht drauf geachtet. Okay, ich glaube... Die beiden kann man sich einfach nicht gegenseitig. Entweder wussten die nicht, dass einer im und einer hinterm Haus ist, oder... Okay, er kriegt den... Hat er gesehen, die, oder? Ja, ja, er hat da... Wenn nicht, dann hat er auch... Nee, er hat ihn nicht gesehen. Er hat ihn nicht gesehen. LOL! Er schießt daneben. Oh! Silent Shot, aber... Er haut den Silent Shot raus! Und hat danach aber zwei Pistol Shots gemacht. Ja, das ist richtig also. Doof. Okay, aber er weiß ja genau... oh, ja. Easy. Ah, der Silent Shot war nice, ey, den hab ich gefeiert, hätte der jetzt irgendwie Headshot gegeben. So, ich bin gewesen. Ja, ich auch. So. Kannst ja auf Kirche gehen. ich hab das euer Gesamtbetanier bekommen. Du bist viel zu spät auf zum Nades werfen, das... Ja... Also, du bist noch zwischen Häuser, Nate, falls du noch weißt, wie die geht. Ja, ich glaube, es ist... Wirfst du die gerade? Ich glaube, es ist da so gewesen. Ach, jetzt hängt Sana darum. Ja, da kommt schon der nächste. Also es bringt halt nichts. Es sind so viele Leute. Wir werfen mal nochmal Hinterwanne. Die ist so geil, weil die so um die Ecke rumfliegt da. Ihr seht das. Haben wir einen bekommen, siehst du? Und wir das perfekt so geworfen haben. Mal gucken, ob ich irgendwo einen sehe. Wir sind Achsen, wir müssen hier verteidigen. Das heißt, wir lassen die mal kommen. Okay, hinter Wanne werfe ich nochmal. Da könnte jetzt wieder einer sein. Pam? Okay, ich habe die nicht lang genug gezogen. Es kommt hin. So, pass auf, jetzt werfe ich meine berühmte Wanne oben, Nate. Die wird jetzt jemanden killen. Siehste? Called it! Ja, das war auch der letzte. Das war vor allen Dingen richtig gut. Ich liebe diese Nate. Weil die... Die fliegt nicht direkt da, wo die Badewanne steht, sondern in den Gang rein. Die explodiert genau in der Tür. Die wirft keiner. Weil ich mir die ausgedacht habe. Wow, ich bin auch gestorben. Scheiße. Ich war noch, hatte noch nie den kompletten Frontspawn. Das ist das Traurige. Ich hatte gerade. Hier hängt einer mit null Leben. Der dich weggenadet hat, wenn er aber selber auch auf eine Counter-Nate gelatscht. Ja, da lag mega viel. Ich bin froh, dass die Ping sich gebessert hat. Wie sieht's denn aus? Wir haben beide 3 Kills, hey. Mal gucken, ob V2 noch kommt, dann nehmen wir V2 auch noch mit. Dann haben wir die 3 großen Maps. Und dann machen wir vielleicht... suchen wir uns die nächste Map, aber... oder? Naja, obwohl, mal gucken. Mal gucken, wie lange wir Bock haben. Ich meine, warum nicht? Oh. Ich muss ja nicht viel schneiden. Ich meine, 10 Runden. Wir haben irgendwie einen Fussel her. Noch Roman, oder? Ja, es sind halt sehr viele Leute. Ich würde auf jeden Fall gerne zum Abschluss einen leeren Sandlo-Server suchen, wo wir in Nord One spielen. Sana, was hältst du davon? Sandlo? Musst du die Map jetzt laden, oder? Ja, aber die habe ich ja in meinem anderen Moha-Ordner. Ja. Der mit null Leben hier... Ja, was ist das für ein Bug? Der hat halt 1, was, keine Ahnung. Das war keine gute Runde, da haben die Alice ihre Runde bekommen mal. Spawn. Ja, Mitte. So, jetzt hängen hier wieder 100 Leute rum, die Nades werfen. Hier, er wirft eine Nade und zwar aber eine andere, als ich werfen will. So, ich glaube, da ist zwischen Häuser. Ich kann mich aber auch täuschen. So, wir werfen nochmal Hinterwanne. Oh boy, die sind schon durch, rote Ruine. Das ist richtig traurig. Was wir machen mal
Obwohl, wir machen nicht Folgendes. Wir spielen nachher noch eine Runde Ali. Aber das, ich hab ja ganz gut im Überblick, wann hier die Runde vorbei ist. Und das wird ja noch ein Momentchen dauern. Okay, Sana. Ja, ist auch schon tot. Ich bin down. Ach. Ich hab einen Self-Kill, weil ich meine Nate in der Counter-Nate geworfen hab. Der typische Sana-Kost. Ja, das ist so klassisch. Und die Nate kurz vor dir explodiert und du wirfst gerade deine los, dann macht es halt Pam. Ja, hat, oh, das ist ja ein Held, ey. Der hätte dann Zeit. Die in ihrem Sniper-Haus, weißt du? Da hätte ich einfach keinen Spaß darauf, das auf Public zu machen. Boah, okay. Bringt's ja was. Oh. Hast du den gerade aus der Badewanne unten gesehen? Ich hab gerade weggeschaltet. Achso. Ja, den hast du gar nicht gesehen. Wenn die Wand geschossen hat. What the fuck? Oh. Wie weit der auch zurück geschossen hat. Hast du den Einschlag in der Wand gesehen? Nee. Okay, geil. Komm, nein, hinter Kirche. Richtig geil. Ich hab Mittelspawn. Also, wir können ja auch mal was sagen. Nee, warte mal, wo waren das? V? Truppenbefehle, Trupp vorwärts. Machen wir jetzt auch mal. Quatschen einfach alle durcheinander. Das war früher aber nicht so. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass Leute die Ansagen gespammt haben. Nick doch. Ja? Also auf deutschen Servern nicht so unbedingt, aber wenn du so holländisch oder englisch gespielt hast, auf jeden Fall. Wer wirft denn da eine Zwischengang-Nate? So, ich werf nochmal hinter Wanne. Alter, vor allen Dingen wirft der Bug-Nates, weißt du? Der wirft ernsthaft Bug-Nates hinten aus Dingens. Der wirft uns zwar Bug-Nates, die Eckhaus unten explodieren, weißt du? Ja. Das ist halt richtig Bullshit, sowas. Das dürftest du im War nicht werfen. Das Problem damit ist, irgendwie ist es zumindest so in Moha, dass wenn die Nate da landet und ein Stückchen weiter noch fliegt, als er eigentlich fliegen dürfte. Das heißt, wenn die über der oder genau auf der Oberfläche explodiert, dann explodiert die unterhalb und nicht oberhalb. Das ist natürlich ungünstig, wenn es passiert und man es nicht will, aber man kann es halt auch ausnutzen. Und es war halt verboten. Und ich bin mega überrascht, dass die fucking Axt hier so hardcore verliert. Was macht er denn da? Was ist denn das? Aber er leckt auch. Ich glaube, der leckt auch mega rum. Nee, weil der sein Leck-Binding da hat. Ich sag dir das. Er hat einen 200 abhängen. Ich hab den Frontspawn des Frontspawns. Ja, da bin ich. Können wir nicht mal beide einen Frontspawn haben oder sowas? Er bringt uns noch alle, danke. Bisschen lustiger. Ich schätze echt 3 zu 3. Ich bin im Badewanne unten. Die Ali ist deutlich besser. Badewanne unten. Ich hab Dexter. Diese Counter-Nates? Okay, mal gucken, ob jemand hier Badewanne kommt. Ich hab die Nate auf 3 HP. Okay, ne, Badewanne unten ist gedeckt. Ich sehe in der weißen und roten Ruine sehe ich jeweils niemanden. Von wo wirft man denn Nates? Wir haben unten Deckung, das heißt. Ich weiß nicht, das sind jetzt mittlerweile aber welche. Weiß Ruine, decke ich mal. Also eins unten ist einer. Eins unten komm ich von hier nicht ran. Sniper-Ruine. Kommst du nicht ran? Wo bist du denn? Achso, du bist Badewanne. Okay. Ich weiß nicht, ob mein Typ, der Badewanne unten gedeckt hat, noch am Leben ist. Gang ist gerade gefallen. Okay, Badewanne unten ist. Rote Ruine ist einer reingerannt. Okay, ich hab Badewanne unten Rote ist wieder. Rote Ruine läuft noch einer rein. Wow, boy! Was hat er denn für ein Aim? Ja, weiße Ruine. Durchgang. Achso, du bist ja tot. Oh, ich bin tot. Okay, wir haben mal 2 bekommen mal wieder, weil wir einen Frontspawn hatten. Das finde ich schlecht. Ich spiele mal eine Runde Ali. Wollte gerade sagen, wo bist du? Ich sehe dich gar nicht mehr. Er wechselt wieder ins Gewinnerteam. Haha. Also, ich kann das so nicht. Ist ja 1-1. Nee, ich will einfach nur die andere Seite zeigen. Aber jetzt sind wieder so viele Alis. Er ist an ihm vorbei. Traurig. Er ist echt an ihm vorbeigelaufen. Gesehen da. So, hier sehen wir, die Bombe muss hier platziert werden und dieses Geschütz, das kann auch immer überall hier hinten um die Kirche rumstehen. Das ist jetzt mega weit vorne. Normalerweise kann das halt auch hinten hinter der Kirche stehen. Er hat bis zum Ende gewartet, damit er plantet.
So, er guckt natürlich auf Kirche nach. Habe ich euch ja auch gezeigt. Wie? Ist er jetzt echt einen auf Kirche hochgeschaut? Nö, er hat zumindest nachgeguckt, der Typ hier. What the fuck? Die Alis laufen halt echt an dem Achsen vorbei die ganze Zeit und sehen ihn. Ich habe ihn aber jetzt im Zuschauermodus auch noch nicht gesehen. Na, jetzt? Ja, weil du eben jetzt hat der Zweite hat ihn dann. Er stand ja genau hinter dem, ey. Das sah ja richtig Premium aus. Der traut sich halt nicht zu schießen, weil er so leckt. So, jetzt seht ihr hier alle Alis spawnen hier. Wir müssen erstmal hier um die ganze Kurve rumlaufen, um hier vorne zu kommen. Und jetzt seht ihr, hier fliegen schon die Nades hin. Das heißt, man ist quasi gerade erst gespawnt, ist aus dem Spawn-Action raus und da kommen die Nades ohne Ende geflogen. Man hat überhaupt gar keine Chance eigentlich. Deswegen ist die so hart. So, wie einfach schon 10 Leute tot sind hier von den Alis. Du gehst vor, sagen sie mir. So, jetzt haben sie alle keine Nades mehr. Wir haben einen bekommen. So, wir sind jetzt mal eins unten. Jetzt sind wir ins erste Haus vollkommen. So, das Problem ist, ich kann keine Alinates und da kommt schon wieder irgendwie was eins unten geflogen. Das ist einfach unfassbar hart. Irgendwann haben die einfach nur keine Nades mehr wahrscheinlich. Deswegen können die Alis hier gewinnen. Also ich würde sagen, wir haben mal genug Hand gezeigt. Oder ich werde es wahrscheinlich... Machen wir es so. Wenn hier interessante Runden noch sind, wo was passiert, dann schneide ich das mit rein. Ansonsten warten wir auf V2 und damit geht es dann weiter in der nächsten Folge. Hm? Das ist doch ein Deal. Dann sehen wir uns spätestens morgen wieder. Vielleicht kommt jetzt noch was extra. Tschüss. Tana, willst du nicht schon sagen? Was? Achso, ja, ich war noch hier konzentriert und so. Tana ist am Leben, stimmt. tschüss. Okay, Wanne oben und ich werde jemanden killen. Oh. Ich habe ihn gekillt. Ja, du hast einen. Ich bin gestorben, nachdem ich die Nade losgelassen habe, aber es war mega klar, dass ich den kille, weil diese Nade perfekt ist.